herzlich willkommen zurück hier, ja, gerade auf dem Server, und schon hören wir dieses wundertolle Geräusch von Regen. Klasse. Ganz, ganz toll. Ja, es ist halt nur nachts. Super. Brauchten wir weiße Steine? Ich weiß es gar nicht. Wir versuchen es jetzt einfach. Ja, ich glaube da hinten, ne? Kann das sein? Oder war das hier fertig? Nee, das ist fertig, ne? Puh, okay, hätte ich gar nicht gedacht. Sauber. Wird schon wieder dunkel, ne? Na gut, das ist auch nicht so verkehrt. Ich kann nicht rennen. Ich hasse das, wenn ich nicht rennen kann. Weil irgendwas ist, ne? Weil ich dann immer das Gefühl habe, ich könnte da nicht rechtzeitig hinkommen. Aber fällt mir gerade ein, wegen Entkommen und so. Ich wünsche erstmal euch allen da draußen ein wunderschönes, frohes, neues und gesundes Jahr, meine kleine Ohrringe. Hoffe, euch geht es sonst soweit gut. Seid gut reingekommen. Peter Raid. Okay, dann hallo und herzlich willkommen, Peter Raid. Ja, gerade die Meldung über neuen Abonnenten. Ich denke, das reicht so, ne? Ja, sollte reichen. Ja, es ist halt die Sache, wie dunkel ist es jetzt wirklich, ne? Oh Mann. Achso, vielleicht sind wir ein Schaf. Guck mal, siehst du, können wir kurz schauen. Sehr, sehr seltsam. Eigenartig. Ich mag das gar nicht, wenn es regnet, ne? Tja, wir haben warten müssen, ne? Oder irgendwas hier oben machen müssen, sonst. Bis es ein bisschen aufklart. Ja, aber Tiere sieht man wirklich nicht. Schade. Unser kleiner Pool hier. Hab übrigens, ich möchte es eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe mir nochmal Minecraft gekauft. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich so, oh, willst du es wirklich machen? Aber, die Bedrock-Variante, auf der PlayStation unterstützt VR-Gaming. Und da ich ja die PlayStation VR-Brille habe, also die VR-Brille für diejenigen, die es anders bezeichnen möchten, ja, habe ich mir dann gedacht, okay, ein VR würde ich das schon gerne mal probieren. Und es ist schon sehr geil, muss ich sagen. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber macht schon irgendwie Laune und hat was. Also da so zu zocken, finde ich cool. Besser fände ich es halt, wenn die Move-Controller, also diese Motion Controller, die man hat, wenn die unterstützt werden würden, dass man halt wirklich dann halt, wenn man irgendwo ist, mit dem Schwert richtig zuhauen muss oder so. Aber man kann ja nicht alles haben. Das wäre halt noch so das Optimalste, ne? Wo ich denke so, boah, das ist richtig gut, aber
So, wir essen jetzt erstmal was. Fast tot hier. Okay, okay, okay. So. Hier müssen wir jetzt erstmal weitermachen. Hier haben wir schon angefangen. Mhm. Sieht schon ganz nett aus, sage ich mal. Aber noch nicht so, wie ich es haben möchte. Okay, und definitiv muss das dann so. Ja, das sieht sonst nicht aus, wenn das dann nur bis da vorne hingeht. Dann weiß nicht, ist irgendwie so kacke. Und hier muss dann ihn natürlich bis hier hinten hindurch. Genau. Richtig. So. Vorsichtig. Sehr schön. Gut. Ja, eigentlich könnte man jetzt hier schon zumachen, ne? Ja, dann hat man hier so ein kleines, flaches Vordach und fertig ist. Das reicht auch eigentlich aus, denke ich. Warte mal, hier so. So. Wobei, da müsste man das eigentlich auch in weiß machen, ne? Ja, da haben wir sogar noch genug für da, sehe ich gerade. Ja, das halt mit dem Hauptdach einheitlich ist, ne? Mhm. Okay, wunderbar. Vorsichtig. Ja, geht doch. Und hier ist es halt schön locker, luftig, frei. Also vielleicht macht man da mal noch irgendwas hin. Im Moment aber eher nicht. Und somit wäre unser äußerst stylischer Eingang. Ah, sieht kacke aus. Wir müssen uns noch überstehend haben, ja. Ich würde jetzt dazu tendieren, dass man das so macht. Ne? Ja, das sieht dann schon genial aus. Dann bräuchten wir noch mehr von anderen Steinen. Verdammt, hier unten waren noch, glaube ich, noch welche drin, oder? Täusche ich mich da jetzt? Können wir gucken nochmal. Was ist das nicht hier? Ist doch, glaube ich, polierter Diorit, oder nicht? Warte, wir können das ja ganz kurz kontrollieren. Ja, das ist er. Okay, ja, dann hat sich das ja schon eigentlich erledigt. Wow, wow, fuck. Was ist da passiert, ey? Wow, übler Scheiß, Mann. Schnell runter. Kacke. Entschuldigung für die Ausnahmsweise eben, aber das kann einen schon mal so anfressen ein bisschen, ne? Scheibenkleister. Okay, kurz sortieren. Meine Kohle. Ja, die kommt erstmal dahin wieder. Klamotten. Eieieiei. Wahnsinn. Eisenspitzhacke, was ist denn das? Eisenaxt? Achso, ach. Und liegt auf jeden Fall auch noch was, sehr schön. Was ich jetzt noch nicht gefunden habe, sind meine Fackeln. Da. Genau, und die Rüstung natürlich. Nicht zu vergessen. Die Rüstung. Ich hoffe, das war jetzt alles.
Ah, sieht ja noch aus, ne? Kacke, Mann. Ja, da war ganz viel gewesen, genau. Ja, aber das hier noch so, das reicht ja aus. Also mehr brauche ich ja da schon gar nicht. Hier müsste man das auch direkt machen können, ne? Hier war noch, glaube ich. Nee, nein. War nicht. Ach Mann. Denkt man immer nicht drüber nach, ne? Nee, aber das sind VR, wie gesagt, auf jeden Fall eine coole Sache. Macht schon wirklich Spaß, muss ich sagen. Wobei, allzu lange kann man das dann auch nicht machen, habe ich festgestellt, ne? Und. Reichen 8 Stück? Ja, müssten reichen. Wir machen einfach mal mehr. Komm. So. Genau, nochmal 10 Stück. Das wäre für jede Seite 5. Das sollte reichen. Hoffe ich. Autsch. Ah, egal. Tür dunkel oder was? Ah, es wird wirklich schon wieder dunkel. Wahnsinn, ey. Heftig. Das so hinhaut, ich weiß ja nicht. Ich glaube schon, da bleibt sogar noch was übrig. Ja, so sieht jetzt auf jeden Fall besser aus, definitiv. So. Was ist das? Das ist gar nicht dieser Kack-Tintenfisch hier. Warte mal, halt die Lampen. Ich kann nichts sehen, also von daher fühle ich mich jetzt einfach mal sicher und genieße so ein bisschen den Anblick. Ja, sieht doch gut aus, ne? Klar, wenn wir das jetzt mit dem weißen Rand hier auch noch gemacht hätten, ja, klar, hätte was gehabt. Aber so ist es ein bisschen anders als das Hauptdach und schon okay. Wobei so ein richtiges Spitzdach hätte auch gut ausgesehen. Naja, kann man ja alles nochmal später bei anderen Sachen machen. Also ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.